Aber ich glaube, für euch ist sie nicht so laut. Hoffe ich einfach mal. Oh, ich habe ein Problem, ne? Ich musste ein bisschen Pause machen, weil vielleicht, wenn sich der eine oder andere von euch daran erinnert, bin ich momentan ein bisschen busy mit meinem Studium, weil ich jetzt demnächst Prüfungen habe. Wenn das hier rauskommt, dann habe ich noch ein paar Tage Zeit. Oh, muss ich jetzt lang? Ich glaube da lang. Und ich habe schon sehr lange nicht mehr hier weitergespielt, was ziemlich böse ist, weil eigentlich spiele ich ja jeden Tag, aber ich musste vorproduzieren, damit ich mich auf die Arbeiten konzentrieren kann. Und jetzt sind so fünf Tage, glaube ich, sogar vergangen. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es zurückgeht. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich glaube, hier ging es irgendwo lang und sowas. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ach je. Und ich weiß, ich war ja auf der Suche nach Leder, weil ich mir Bücher machen wollte. So. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ah, ich hätte mir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas als Zeichen irgendwo hinsetzen können. Da hinten ist ein Berg. Da geht's rein. Da habe ich schon mal was gesetzt. Also muss ich hier irgendwie schon mal gewesen sein. So, hier müsste man irgendwo gewesen sein. Ja, aber wo? Immer auf den Berg gehen. Ich glaube, ist das nicht schon mein Berg? Ich glaube, das ist sogar schon mein Berg. Ach je. Schauen wir mal, dass ich überhaupt wieder zurück nach Hause finde. Und ich weiß nicht, ich bin heute generell sehr tollpatschig und ich habe das Gefühl, dass ich heute irgendwie sterben werde. Aber ich meine, das Gefühl habe ich jeden Tag. So, siehst du, das ist schon mal mein Haus, ist schon mal gut. So. Das sind ganz viele Blumen. Warum sind hier eigentlich so viele Blumen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ach man. So, ich war auf der Suche nach Rind. Kann man irgendwie Rinder erzeugen? Mit, keine Ahnung, Spermien und irgendwas? Nee. Ja gut, ich geh mal gerade darüber. Denn, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da lang, weil da war ich, glaube ich, noch... Ah, hier bin ich reingefallen, siehst du? Gut. Ist ja schon mal gut. So. Und hier ist der Wald. Der Wald, der Wald, der Wald. Hier sind nur Hühner. Oh, fuck, ey, da werde ich aggressiv. So, und hier hatte ich mich schon mal verlaufen, ne? Hier war ich schon mal und habe gedacht, ich werde es nie wieder heimfinden. Mann, war ich doof. Oh je, aber so langsam kann ich mir die Karte einprägen. Auch wenn es jetzt ein bisschen her ist, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß, bla bla bla. Aber so langsam... Ja, ich baue mit dem Diamantenschwert Dings ab. Oh, guck mal, das ist ja cool. Die Sonne geht langsam unter. Ich muss schauen, dass ich nicht zu weit weggehe, weil sonst habe ich ein Problem. Aber ich habe ja gelernt und kann sich dann einbauen. So. Okidoki, hoki, moki, soki. Ah, das mache ich übrigens ziemlich oft, dass ich irgendwie beatboxe, wenn ich nachdenke oder mir langweilig ist. Ah, hier war ich schon mal. Ja, hier war ich schon mal. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht verhungere. Das wäre fatal, wenn ich verhungern würde. Ich weiß sowieso, ich werde eines komischen Todes sterben. Das spüre ich einfach. Ich werde nicht von irgendwelchen Monstern gekillt, sondern entweder stürze ich aus einer Höhe oder ich verhungere oder ich verbrenne an meiner Hotheit. Nee, ich weiß. Guck mal, da ist ein Kanickel. Oh, das ist sumpfig. Ist ja schön. Ich will es aber nicht sumpfig, ich will es... Ich muss mir lang... Ah, einen Kompass müssen wir mal bauen. Wie baut man sich einen Kompass? Schreibt mal bitte in den Kommentaren, wie man sich einen Kompass baut. Das würde mich mal interessieren, weil... Das weiß ich nicht. So. Aufpassen, Tobi. Hier ist viel... Hoffentlich finde ich das nochmal zurück, ne? Ich darf echt nicht zu weit von zu Hause weggehen. Was ist das da? Hallo? Eine Höhle? Eine Höhle? Oh, eine größere Höhle. Nice. Hallo? Ah, ich sehe halt im Dunkeln hier gar nichts. Ist halt blöd. Was war das? Da war gerade ein Geräusch. Naja, ich höre Geräusche. Ah, je. So, ich würde mal gerne einen Dungeon finden. Das sage ich schon so oft. Das meine ich auch schon so oft. Ach, toll, jetzt sind wir wieder draußen. Aber das... Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Scheiße. Okay. So, jetzt habe ich das Problem. Ich weiß nicht. Ich muss wieder zurück, weil wenn ich jetzt hier irgendwo lang renne, dann werde ich mich sowas von verirren. Oder soll ich hier bleiben? Ich glaube, das schaffe ich nicht bis nach Hause. Nee, das schaffe ich echt nicht bis nach Hause. Scheiße, ich habe mich wieder irgendwo eingebaut. Okay. Contenance, bitte. Erstmal Eisen abbauen. Eisen kannst du immer gebrauchen. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so dunkel wie bei mir, weil ich glaube, bei euch ist das alles nochmal ein bisschen kontrastreicher und dann wäre es eigentlich noch dunkler. Das wäre ein bisschen blöd. Naja, so. Oh. Ja, bau doch mal die Fackel ab. Oh. Ja gut, ich würde sagen, ich grab mich jetzt hier einfach ein. Ich meine, ich werde mein Zuhause sowieso kaum nie wiederfinden, wobei, das habe ich das letzte Mal auch gesagt. Das habe ich das letzte Mal auch gesagt und dann, wie war das dann? Dann bin ich irgendwie direkt an meinem Haus rausgekommen. Ich dachte so, what? So, warte mal, ich muss hier irgendwo was hinpflanzen. Ich mache meinen Pumpkin dahin. Also ich weiß, ich muss in die Richtung hier gehen, wenn ich mal wieder rauskomme. So, und dann würde ich sagen, baue ich mich jetzt einfach nach unten. Ich habe das Gefühl, hier in der Nähe, irgendwo unten, oh, hier, irgendwo unten. Oh, ich müsste mir eigentlich noch Fackeln machen. Habe ich Kohle? Wie viel Kohle habe ich? Ich habe hier... Ja, scheiße. Ich habe hier gar keine Kohle. Warum habe ich... Ah, da habe ich aber noch Fackeln. Gut. Ja, gut. Ich habe noch genug Fackeln. Das ist gut. So. So, einmal hier, einmal hier, einmal hier. So. Alles klar. Ich hoffe, mir folgt jetzt kein Monster oder sowas. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ich baue mich jetzt einfach nach unten. Oh, da haben wir gar keinen Timer gestellt, fällt mir gerade auf. Ah, ich mache so lange, wie ich Lust habe, ne? Ich muss nur schauen, ich muss halt noch ein bisschen arbeiten. Oh Mann. Ich sag's euch, ne? Fängt niemals an zu studieren. Vor allem studiert kein Kunst. Weil wenn ihr Kunst studiert, dann seid ihr so faul. Weil es ist ja schon im Kunstunterricht so, ne? Wenn man sagt so, ah ja, ihr habt dann ein halbes Jahr Zeit, um das zu machen, dann könnt ihr das ja schön einteilen. Ja, einteilen. Genau, wir teilen es das ein. Das heißt ungefähr... Ein Zehntel des Jahres arbeiten wir und neun Zehntel chillen wir. Ist halt einfach so. Ist einfach wissenschaftlich bewiesen. Ja, ich muss mal kurz schauen, wo bin ich eigentlich gerade bin. 40. In welcher Höhe sind eigentlich Dungeons? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich echt mal... Warum ist vor allem, warum ist hier noch... Hä? Wir sind schon bei 40 und hier ist immer noch scheiß Erde. Kann doch nicht sein, oder? Normal, wir kommen doch schon bald zu Lava. Wie kann hier noch Erde rumchillen? Die sind echt auf dem Boden geblieben. Okay, da war schlecht. Da war schlecht. So. Müssen wir kurz anlassen. Weil wir... Okay, nee, 40 ist eigentlich noch relativ hoch. Stimmt schon. Ich würde sagen, ich mache hier mal meine erste Station. Hoch. Und baue hier einfach mal so in die Richtung ab. So randommäßig. Ach je. Aber ich glaube, wobei, nee, was glaube ich denn eigentlich? Das ist schon wieder Erde. Was? Hä? Ist ja komisch. Ist ja komisch, ne? Ich höre Lava. Hier muss irgendwo Lava sein. Oh Mann, ich würde so gerne meine Spitzhacke verzaubern. Hier ist Eisen, das ist schon mal gut. Ich baue langsam... Obwohl, ah nee, ich habe ja Dingens. Ich habe ja noch Cola. So, mal wieder eine Folge unter der Erde. Unter der Erde. Sorgen grenzenlos sein. Ach, Gold. Ist ja schön. Alle Sorge, alle Ängste, sagt man, blieben darunter verborgen und dann... Ah ne, darüber verborgen. Klar, wir sind ja unter den Sorgen. Hier haben wir keine Sorgen, ne? Wir sind hier...
komplett unter uns. Vielleicht ab und zu ein Zombie-Leinchen, wo uns attackiert, aber ja, damit muss man zurechtkommen, ne? Hat meine Oma auch immer gesagt. Wenn Zombies auf einen zukommen, damit muss man klarkommen. So. Eine Fackel. So, wir sind schon relativ weit unten. Ich würde jetzt mal gern eine Höhle entdecken. So, oh cool, Kohle. Yeah, Kohle. Oder dafür kriegt man sogar Erfahrungspunkte. Das ist ja cool. Übrigens, wenn ich Level 30 bin, kann ich keine Kohle einsammeln. Ja, das ist uncool. Gunpowder könnte ich noch gebrauchen, das hier brauche ich nicht mehr. So, dann level ich gleich ein bisschen. Hey, cool. Ist halt echt wenig, die Level. Ich würde mal gerne was ich auch noch auf die To-Do-Liste schreiben muss, ist ein Ender-Portal bauen, damit ich da besser leveln kann, weil hier dauert das, glaube ich, alles ein bisschen länger. So. Oh, cool. Können wir alles abbauen, ne? Mit der Schaufel geht das ja schneller. Tag 13 ist, sehe ich gerade. Cool. 13. Meine Glückszahl. Scheiße. Aber wenn ich in der Folge sterbe. Oh, ich habe gerade die Fackel abgebaut. Tobi, du kannst was. Ja gut. Aber Mann, warum? Ich will irgendwas finden. Komm schon, ich kann doch, die Welt wird doch irgendwas Cooles hier haben, oder? Kann doch nicht sein. Kann das sein, dass ich schon auf Ebene 15 bin und noch nichts Ordentliches gefunden habe? Kann mir das mal jemand erklären, wie das überhaupt so... How is it possible? Warum ist hier überhaupt... Vor allem, warum ist hier immer noch Erde? Wollt ihr mich... Also jetzt... Jetzt reicht's aber. Also dabei wollt ihr mich auch veräppeln, oder? Man kann ja erzählen, dass bei Ebene 12 noch Erde ist. Vielleicht ist irgendwo noch so ein Fluss oder sowas, ne? Wo dann noch so Bäume und so wachsen und eine Sonne ist und wir sind auf Ebene 0, aber egal. Denn du bist eine 0. So. Ich hoffe, ich habe genug Holz mitgenommen, habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Falls da irgendwas sein sollte und ich was craften muss. Oh Mann. Immer diese... Oh. Aber man sollte niemals nach oben bauen, ne? Weil man weiß ja nie, was einen da erwartet. Ach, ich kann die roten Dias auch nicht einsammeln. Warum habe ich eigentlich... Achso, hatte ich ja schon mal gebaut. Ich dachte gerade, wo habe ich das Buch her? Ich würde auch mal gerne ein Villager-Dorf finden, weil da gibt es ja auch dann ganz viele Bücher und so. Hier ist irgendwo was in der Nähe. Wo habe ich einen Wassereimer? Nur für den Fall der Fälle. Dass ich gleich angesteckt werde. Dass ich mich gleich löschen kann. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg, Guys. Hier muss es irgendwo sein. Wasser, hier ist irgendwo Wasser. Oh, schon ganz nah. Ah. Gut, ist doch Lava. Ah doch, das ist Wasser, siehst du? Und hinten ist Dias. Nice. So. Ja, bitte aufpassen. Bitte einmal aufpassen, bitte. Dass sie hier auch nicht sterben. Hier sind eigentlich so wenig Monster. Warum sind hier so wenig Monster? Für was habe ich mir ein Diamantschwert gemacht, wenn ich keine Monster finde? Oh, hier habe ich noch Diamanten. Ups. Wo ist denn da die Quelle? Ja, toll. Hallo? So, einmal. Kann man eigentlich mal aufs Lava schütten.
So. Oh, da war gerade irgendwo ein Fledermäuschen. Erstmal erkundigen, was es hier so gibt. Wow, da hier ist ja riesig. Cool, ich würde sagen, erstmal Dias abbauen, bevor ich es vergesse. So. Genau, bauen eine Fackel an die Dias. Ist schon okay. So. Siehst du, jetzt hätte ich zum Beispiel gerne so eine Glücks... Eine Spitzhacke mit Glück. Sieben, immerhin. Damit kann man schon was anfangen. Acht. Aufpassen. Du bist von der Fledermaus getötet, das wär's, ey. Gott, das wär scheiße. Fliegt hier rum. Machen die Fledermäuse eigentlich was? Würde mich mal interessieren. Aber das könnte eigentlich alles hier abgraften, aber ich bin gerade so auf Abenteuersuche. Deshalb will ich eigentlich lieber ein bisschen erkunden. Ich gehe erstmal hoch, schauen, was da oben so gibt. Mit dem Schwert in der Hand. Oh, Lava. Was ist das für ein Geräusch? Sind solche Geräusche normal, Leute? Oh, wow. Sieht ja crazy aus. Gott. Haben wir jetzt eine größere Höhle mal wieder gefunden. Endlich, ja. Ja, ich würde gerne einen Dungeon finden oder irgendwas. Kann doch nicht sein. Bitte aufpassen hier. Weil vielleicht sollte ich eine Wasserquelle ein bisschen lassen, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht später Wasser noch brauche. Was da oben? Eisen? War ich hier nicht schon mal? Oh, jetzt werde ich aber gerade ein bisschen verwirrt. Doch, hier war ich schon mal. Oder unten. Oder? Ja. Aber hier müssen wir irgendwo... Wo war ich jetzt? Hä? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Verwirrt. Huch. Moment. Habe ich... Ging's... Hä? Habe ich mich hier runtergebaut und da... Hä? Warum bin ich ein bisschen blöd? Bin echt ein bisschen blöd, oder? Ja gut, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit Daumen hoch und hoffentlich finden wir morgen irgendwas Cooles.